allgemein, ihr Lieben, ne? Bitte. Ich habe jetzt hier vielleicht auch nicht die vorbildlichste Location. Ich sage euch das einfach nur, ich kann mir auch vorstellen, dass das gar nicht so, wie soll ich sagen, gar nicht so vielleicht vorbereitet oder geplant war. Ne? Also manche hatten halt echt aber ein ziemlich grottiges, schlechtes Video-Setting oder halt Aufnahmesetting. So könntet ihr halt niemals irgendwo einen professionellen Business-Zoom-Call machen oder auch nicht ein Webinar oder wenn euch eine Firma bucht und sagt, können Sie das nicht als Online-Vortrag für uns machen, das würde halt never ever gehen. Ne? Also da solltet ihr darauf achten, dass ihr keinen virtuellen Hintergrund habt, weil wenn ihr dann mit den Fingern irgendwas, ihr seht das doch selber, wie das sieht ja aus wie, ja, ne? Also Gabriele, sorry, es glaubt auch keiner, dass du jetzt da irgendwo im Kirschblütengarten sitzt, so. Oder Dagmar, du mit deiner schönen Terrasse damals mit den Sesseln dahinter. Das ist natürlich, das verlockt alles, ne? Das sieht aber im Endeffekt wirklich grottig aus. Ja, das dürft ihr nicht machen. Dann ist heute, wenn ihr das professionell machen wollt und auch von Firmen gebucht werdet oder wenn ihr auch im B2C, also im Business to Consumer zum Endkundenbereich, wenn ihr dort Webinare oder was anbietet, ihr solltet darauf achten, guck mal, wenn ich jetzt euch hier auf dem Bildschirm angucke und gucke die Tanja an, die ist bei mir hier, dann gucke ich eben nicht in die Kamera, die ja hier wäre. Wenn ich euch also ansprechen will, muss ich mich bemühen, da reinzugucken. Ne? Und eben auch nicht auf mich, weil jetzt gucke ich auf mich und da gucke ich an euch vorbei. Und das haben halt viele von euch gemacht. Ne? Dann solltet ihr, also nicht alle, aber einige von euch echt auf einen besseren Ton achten. Da habe ich mich für meinen Ton vorher schon entschuldigt, der geht deutlich besser. Und da gibt es günstige USB-Mikros, die ihr da einstöpseln könnt. Dann passt das. Dann könnt ihr euch hier dran klipsen wie so ein Lavalier-Mikro. Dann seid ihr auch, wenn ihr euch bewegt, ist im Prinzip immer das Gleiche. Ich habe, glaube ich, Christina, du hattest, glaube ich, so ein Headset, ne, so ein ganz schmales. Ja, deinen Ton fand ich überhaupt nicht gut und habe mich noch gewundert. Habe mal geguckt, hat sie zwischen den Haaren da ein Headset? Der Ton, den fand ich nicht gut. Da musst du noch mal was dran machen. Ansonsten fand ich dein Setting mit dieser Wand im Hintergrund fand ich sehr schön. Auch von Selma fand ich den Hintergrund schön mit den Blümchen. Die hätte ich allerdings ein bisschen höher gerückt, dass die ein bisschen mehr ins Bild kommen. Und wenn ich mir jetzt so angucke, den Micha, für das, was wir hier machen, ist Michas Hintergrund, finde ich, super. Er sitzt schön an der Wand. Das ist ein gleichmäßiges Verhältnis mit dem Bild daneben. Was ich auch cool fand, Carsten, war bei dir, dass du schön das Hemd mit dem Hintergrund abgestimmt hast, aber es passte auch zu deinem Thema mit den Farben. Ne? Das fand ich also ganz, ganz klasse, wirklich. Na, sehr schön. So, dann war natürlich bei einigen von euch auch die Übertragungsqualität schlecht, also war die Kameraqualität einfach schlecht und auch der Ton manchmal ein bisschen, aber das ist vielleicht auch bitte, wo ihr überall sitzt, der Internetleitung dann geschuldet. Ne? Mein Tipp ist für Hintergründe, ich richte mir hier jetzt bei mir in Dortmund das Ding auch so ein bisschen zum Online-Studio oder zu so wie so ein Talkstudio ein und mache das auf Mallorca bei mir genauso. Es ist doch wesentlich schöner, wenn du deinen Teilnehmern oder die Menschen, mit denen du dann über Zoom oder über Online eben kommunizierst, wenn du denen so ein bisschen einen Einblick in dich quasi, in dein Leben gewährst. Das ist, finde ich, schöner, als wenn du so einen virtuellen Hintergrund hast, damit ja keiner sieht, wie es bei dir aussieht, oder wenn du da so eine Fotowand hochziehst oder sowas. Ich finde das schöner, wenn du ein bisschen was von dir preisgibst und die Leute dich da vielleicht so ein bisschen mehr zu fassen kriegen, wenn ihr wisst, was ich meine. Na, also da dürfen gerne eure Lieblingsvase oder eine Buddha-Statue, wenn ihr sowas habt oder da drauf steht, darf doch gerne im Hintergrund sein und das so ein bisschen interessant machen oder so viel die Energy, ne, bei Micha so ein Bild, das darf doch da sein und darf doch auch was über die Person aussagen. Was halt komisch ist oder negativ ist für den Zuschauer immer, das wisst ihr wahrscheinlich auch selber, wenn im Hintergrund viel Unruhiges ist, so wie beim Klaus zum Beispiel, ne, das ist auf den ersten Blick ganz schön. Allerdings bin ich dann doch geneigt zu gucken, was hat er denn da hinten? Und da du jetzt, Klaus, keine, also ich duze euch alle, ne, übrigens, wenn das okay ist. Ne? Da du, Klaus, jetzt keine Kamera mit tiefen Unschärfe hast, ne, viele sagen ja Tiefenschärfe, ich finde das immer witzig, weil es ist eben keine Schärfe in der Tiefe. Also wenn das unscharf wäre im Hintergrund, dann wäre das richtig cool. Ne?
Soweit bin ich auch noch nicht. Ich werde mir aber demnächst mal eine Profikamera zulegen, wo ich dann auch hinten ein bisschen Unschärfe reinkriege. Das sieht wesentlich informierter aus, wenn du das dann überträgst. Also das jetzt nur am Rande mal, ne? Wenn ihr, sobald ihr dafür eben mal von irgendeiner Firma gebucht werdet und Geld dafür nehmt, dann müsst ihr darauf achten. Ja, dann geht's nicht anders. Ganz wichtig ist auch, dass ihr guckt, dass die Kamera auf Augenhöhe ist. Ja? Die Kamera auf Augenhöhe, dass ihr da also nicht, was weiß ich jetzt, wenn die Kamera jetzt nach oben stünde, ihr wisst, wie das dann immer aussieht. Ne? Manche sitzen dann so und gucken von oben nach unten. Viele haben halt nur den Laptop auf dem Tisch stehen, dann ist der immer zu niedrig, weil so hoch kann der gar nicht sein. Da gibt es Laptop-Ständer, wie ich den hier jetzt auch benutze, kannst du in der Höhe verstellen, kostet ein kleines Geld und kannst du an jedem Tisch, an jede Tischhöhe anpassen, sind super. Ne? Und dann meistens ist halt die eingebaute Kamera im Laptop selber nicht so gut wie eine zusätzliche. Wenn ihr wollt, dann könnte euch der Michael meine Online-Liste schicken. Ich habe für die Teilnehmer bei mir im Speaker-Camp habe ich so 2 DIN A4 Seiten eine Liste mit Links. Das ist halt, dann müsst ihr halt über Amazon bestellen, aber das könnt ihr auch woanders kaufen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, obwohl ich jetzt nicht Amazon-Fan bin und das alles, was die machen, nicht so toll finde, aber es ist halt so scheiße bequem, dass ich mich immer wieder dazu hinreißen lasse, dann doch dort zu bestellen. Da sind alle meine Tipps drin, welche Kamera für Einsteiger gut ist, welches Headset vielleicht oder welches Mikro, welche Beleuchtung, welche Softboxen und so weiter. Ne, wenn ihr wollt, also Micha, wenn die Teilnehmer das wollen, dann gibt das gerne raus. Da habe ich kein Problem mit. Ne? Kannst du gerne weitergeben und dann kann da jeder gucken. Das ist, glaubt mir, ich bin Schwabe, gebürtiger Schwabe. Und du weißt ja, dass der Schwab niemals zu viel Geld ausgibt und trotzdem gute Qualität will. Und ich habe viel recherchiert und mir da Mühe gebe, dass ich das alles finde und habe das alles austestet. Und es muss kein 60 Euro Rode Mikrofon zum Anstecken sein, sondern es gibt auch günstigere, die jetzt bei mir auch schon seit 3 Jahren gute Dienst machen. Also da könnt ihr darauf vertrauen, dass die Preise wirklich top sind und die Qualität auch passt. Du musst auch immer 2 kaufen, dann musst du auch sparen, ne? Bitte? Du musst auch immer gleich 2 kaufen, eins für Mallorca und eins für Deutschland. Ja, das ist ja wirklich der Scheiß, das stimmt. So, und Kameras übrigens, ne? Also, wenn ihr es schön und gut machen wollt, dann ist mein Tipp, gut, bei 4 Minuten ist das wirklich wurscht, aber wenn ihr eine längere Rede halten wollt oder einen Workshop macht oder sowas, dann habt ihr eine Kameraeinstellung, wo ihr an eurem PC sitzt. Und dann habt ihr eine, wo hier vielleicht noch eine Flipchart steht. Und da braucht ihr ein, sagen wir schnell, wie heißt das Dreibein da? Ein Stativ mit einer zusätzlichen Kamera drauf. Und dann müsst ihr die Kamera umstellen. Kleiner Hack für Zoom, die Taste Alt und M, also Alt drücken, dann M drücken, schaltet auf die andere Kamera um. Ne? Und dann braucht ihr nicht jetzt so rumzuhampeln und euch so ein Atem oder sonst was kaufen oder ein Elgato Stream Deck, dass ihr da, das geht, also 2 Kameras kriegt das Ding ganz gut hin. Allerdings, dann ist meine Empfehlung, sollte eins die Laptop-Kamera sein und die andere die für die Flipchart, weil dann habt ihr wirklich nur 2 Kameras. Wenn ihr 2 externe habt, habt ihr die 3. Kamera vom Laptop noch mit dabei. Und dann habt ihr immer, wenn ihr auf Alt-N schaltet, ihr nur eine Kamera weiter. Und dann kommt irgendwann die vom Laptop, die im Zweifel ja fast schon verdeckt ist durch die Kamera, die ihr da drauf gesteckt habt. Also, jetzt aber gut, wir gehen jetzt, Monika, zu dir. Jetzt kriegst du dein Fett weg. So, also, Monika, ich finde deine Ausstrahlung mega. Also du hast wirklich eine schöne Präsenz, du bist du strahlst, wie soll ich sagen, du strahlst Gefühl aus, du strahlst Liebe aus, du bist, ich höre dir da gerne zu, du wirkst sehr liebevoll und sympathisch, habe ich mir aufgeschrieben. Der Einstieg mit der Story hat mir auch gut gefallen und das Learning der Story war gut. Ne? Und was ich richtig gut fand, war nochmal dieser kleine diese Zusammenfassung am Schluss, mit dem du raus bist. Ja, das allgemein. Also die Tipps, die ich euch jetzt gebe, auch Verbesserungen, das wäre jetzt auch okay für einen 30 oder für einen 60-Minuten-Vortrag oder 90 Minuten. Ne? Aber es ist immer schön, mit einem Wow-Einstieg reinzugehen. Das wisst ihr alle, deswegen habt ihr alle irgendwelche Stories gewählt, die irgendwann dann inflationär werden, wenn es bei so einer Veranstaltung ist, wie ihr das hattet. Ne? Weil jeder mit einer Story kommt und bei allen ist es irgendwo gleich. Ne? Dann
hat halt der geneigte Zuschauer, so wie ich, hat dann beim fünften oder sechsten so langsam das Gefühl, okay, welche Story kommt beim nächsten jetzt? So, das ist dann, da wünsche ich mir dann halt mal ein bisschen Abwechslung. Und wenn ihr auf Bühnen steht mit vielen Personen, mit vielen Speakern, dann solltet ihr euch die Speaker vorher angucken und solltet nicht das machen, was das Gros vor euch schon gemacht hat. Ne? Dann macht ihr genau was anderes, damit Abwechslung reinkommt. So, Monika, das war also alles schön. Jetzt habe ich natürlich auch Verbesserungsvorschläge für dich, wenn du möchtest. Nein, das ist nichts, was runtergeht, aber das sind Verbesserungsvorschläge. Ne? Das ist, nenn es Kritik oder Feedback oder sowas, aber es ist doch schön, wenn du weißt, was du noch besser machen kannst, weil nur wenn du das weißt, kannst du dich auch verbessern. Ich liebe es. Sehr, sehr schön, so wollte ich dich hören. Ich hatte das Gefühl, dass du abliest. Ne? Du hast für mich, für meine Empfindung, an der Kamera vorbeigeschaut, wo auch immerhin du geguckt hast. Und so wie du gesprochen hast, mit vor allem auch noch mit dem Augenkontakt woanders hin, auch das Gesprochene, das hörte sich für mich abgelesen an, ne, deine Geschichte. Das könnt ihr gerne an so Sachen festmachen, wie zum Beispiel hier, guck mal, wenn ich jetzt was trinke, und dann trinke ich was, und dann ist mein normales Deutsch, vielleicht mag das aber auch falsch sein, dass ich sage, ich habe etwas getrunken oder ich habe was getrunken. In Geschichten, wenn du es aufschreibst, dann steht da gerne, er trank einen Schluck aus seiner Karaffe oder so. Und er trank oder ich lud ein. Nee, ich habe eingeladen. Und es gibt eine goldene Regel beim Speaken. Du musst authentisch sein. Und wenn du nicht so sprichst, wie du normal immer sprichst, bist du nicht authentisch. Und dein Publikum merkt, und das gilt für alle, bitte, dein Publikum merkt natürlich, ob du authentisch bist oder nicht. Es gibt ganz wenige der Top-Speaker, die ich gut kenne, wo ich weiß, der oder sie ist nicht authentisch auf der Bühne, kriegt es aber so rüber, dass es authentisch wirkt. Viel geiler, wenn ich das so sagen darf, viel cooler, viel, viel einfacher ist es, pack doch einfach nichts dazu. Du musst nichts weglassen, nichts dazu packen, sei einfach du selbst. So wie du immer bist. Und denk dir nicht, was denkt das Publikum, wenn ich das jetzt mache oder sage. Das Publikum denkt eh, was es will. Sei du selbst und die, die dich mögen, werden dich dann mögen. Wenn du nicht du selbst bist, dann werden dich die, die dich mögen, nicht mehr mögen, weil sie merken, da stimmt was nicht. Und die anderen werden dich auch nicht mögen. Also du bist auf gar keinen Fall im Vorteil, wenn du nicht so bist, wie du in echt bist. Aber wir denken meist, ja, wir müssten jetzt hochgestochen reden und müssten viele Fachbegriffe benutzen und so. Nee, das ist Quatsch. Genau das Gegenteil. Also, einfach ganz entspannt. So, du hattest Ohrstöpsel mit Kabeln dran. Ne? Das ist natürlich semi-professionell. Das geht im richtigen Business leider nicht. Und du hattest keine Fragen gestellt. Also du hast einfach erzählt und viel vorausgesetzt, was übrigens viele von euch gemacht haben. Ich glaube, fast die meisten. Da fühle ich mich immer so ein bisschen bevormundet. Also wenn mich jetzt niemand fragt, was wünschst du dir denn in deinem Leben oder wünschst du dir auch Erfolg in deinem Leben, wünschst du dir auch finanzielle Freiheit, wünschst du dir auch mehr in deine Stärke zu kommen, jetzt kann ich sagen, ja, wünsche ich mir auch. Ja, wenn ja, dann habe ich was für dich. So, jetzt bin ich offen. Wenn du aber sagst, wir alle wollen finanziell frei sein, wollen glücklich sein, wollen ein freies und unabhängiges Leben führen, dann werde ich zum Revoluzer und dann sage ich, nö, ich nicht. So, alles gut bei mir. Was willst du denn? Kennt ihr das? Ihr kennt das. So, deswegen lieber Fragen stellen und dann passt das. So. So, kriege hier ständig, ich muss mal kurz bei mir Flugmodus reinmachen, das habe ich gerade verpennt. So, hier. Okay, genau, und aus dem Grund habe ich dich, obwohl du sehr sympathisch rüberkommst, trotzdem ständig auch so ein bisschen unauthentisch gefunden, weil ich das Gefühl hatte, du liest ab. Du sprichst nicht so, wie du normal sprichst. Was bist du? Bist du Schwäbin auch oder wo kommst du her? Österreicherin. Österreicherin, ja super. Dann also ich habe einen Mischling.
Also ja. Ich hätte eine Frage an dich. Ja. Weil ich war ja nicht in Deutschland, ich war ja nicht hier in meinem Webinarraum, sondern ich war ja auf Rodos und das mit dem Mikrofon hat nicht funktioniert und mit den Stöpseln hat es dann funktioniert. Okay. Was machst du dann, wenn du im Ausland bist? Weil es war jetzt auch die ersten zwei Wochen, weil die Woche davor, weil beim Urs, da hatte ich so ein ähnliches Thema. Ja. Die hat mir übrigens auch schon so ein Feedback gegeben. Dankeschön. Also ich nehme es jetzt echt an. Herzliches Dankeschön. Was machst du da? Also wenn ich jetzt in Deutschland bin, gehe ich ja, wenn ich Firmen habe, gehe ich ja zu SpeakX und aus, da gehe ich ja in die Technik rein. Da habe ich das Thema ja nicht, weil da habe ich ja Technik, habe ja alles. Aber wenn du unterwegs bist und wir haben ja so den kleinen Luxus, dass wir von überall von der Welt jetzt arbeiten dürfen, was machst du dann? Hast du da dein Equipment dabei? Weil ich habe das Zeug nicht in meinen Koffer reingekriegt. Also, ja. Was machst du dann? Okay, also, wenn ich einen Vortrag habe und weiß, dass ich den habe, dann muss ich mein Equipment besorgen. Dann muss ich gucken, wo kann ich das machen, wie kann ich es machen, wie kann das klappen? Sonst darf ich diesen Auftrag nicht annehmen. Also, wenn ich jetzt für einen Online-Vortrag gebucht bin, dann muss ich halt gucken, dass ich das bei mir auf der Finca hinkriege. Kriege ich es dort nicht hin, muss ich gucken, kriege ich es in irgendeiner anderen Location hin, ob das ein Hotel ist oder Konferenzcenter oder sonst was. Zur Not muss ich mir irgendwo was buchen oder ich muss den Vortrag absagen und sagen, du bist auf Malle, da passt das nicht so, da klappt alles nicht, vergiss es. Das war jetzt ja auch für euch nicht professionell, deswegen war das okay mit den Stöpseln. Ne? Nur ich sage, im Professionellen, da geht es halt nicht. Aber das ist jetzt, danke, das auf die Idee, weil ich jetzt erst wahrscheinlich nach dem fünften Mal baden gehen, werde ich da vielleicht mal drauf kommen. Aber das ist jetzt eine gute Idee, weil in dem Hotel hätte es nämlich einen Konferenzraum gäbe. Na, siehst du, genau. Du darfst ruhig deinen österreichischen Dialekt oder Akzent rauslassen. Das wirkt eher, ja keiner. Na, das wirkt eher sympathisch, als wenn du den so unterdrückst, dass keiner mehr richtig weiß, was ist sie jetzt. Also entweder sprichst du wirklich Hochdeutsch, oder aber du hast den Akzent, dass jeder noch, also klar, wenn ihr jetzt voll Schwäbler dät so, und der ganz schnell auf Schwäbisch da schwätzt, dann hätte mir auch keiner mehr verstanden, dann wäre das ja wirklich blöd für alle. Deswegen musst du da schon ein bisschen drauf achten. Ja? Oder ein Weng, was ist ein Weng? Also, aber ich behaupte jetzt, ich kann halt auch Hochdeutsch. Viele können es nicht. Ne? Und dann versuchen sie es und der Versuch klappt ja meist nie so richtig, wenn du es nicht richtig machen kannst. Also einfach entspannt von der Leber weg. Das Publikum muss dich halt verstehen. Aber es ist, glaube ich, sympathischer, wenn der Akzent mehr durchkommt. So, nächste war Tanja. Ne? Tanja ist, da ist sie genau hier, aus Mexiko warst du dazu geschaltet. So, und du hattest gefragt, wo bist du gerade? Das fand ich eine sehr geile Frage am Anfang. Ne? Da hattest du mich sofort gecatcht. Ich finde auch, du bist eine echte Frohnatur. Ich habe mir aufgeschrieben, du wirkst auch sehr sympathisch, hast ein sehr schönes Lächeln auch gehabt während deines Vortrags, eine fröhliche Ausstrahlung, wirklich ganz, ganz sympathisch. Auch dein Akzent, hier zum Beispiel dein Dialekt, den fand ich auch sympathisch und gut, obwohl der teilweise schon heftig war. Ne? Wo bist du genau her? Ursprünglich, gebürtig oder? Ich bin in Oberbayern geboren. Wo genau? Im Landkreis Erding. In Erding, ja genau. Und also du kommst aus Erding? Ja, ah. Jetzt wohne ich im Landkreis Ebersberg. Ja, ja, okay. So, okay. Also, aber so aus der Ecke, ja. Oberbayern, ja, Niederbayern. Ja, also ich finde, das kannst du gut machen, wobei du vielleicht Gefahr läufst, dass das ein oder andere Wort nicht von jedem direkt verstanden wird. Ne? So, Kim ist vielleicht jetzt nicht so das, was jeder dann... Ne, mir ist aufgefallen, dass öfter mal die Kim oder Kimster so und so daher oder so. Dann, aber das ist alles, glaube ich, nicht so wild. Das ist trotzdem alles super, super sympathisch und cool. Und der Einstieg mit dem, wo bist du gerade, habe ich gerade schon gesagt, fand ich super. Was schade war bei dir, jetzt also Verbesserungsvorschläge, auch bei dir hatte ich das Gefühl, dass du abliest. Oder pass auf, Leute, wenn ich euch sage, dass ich das Gefühl habe, ihr lest ab, dann muss das nicht sein. Vielleicht sagt jemand, hey, ich habe gar nicht abgelesen. Ne? Aber dann, Hand aufs Herz, dann habt ihr das Wort wörtlich auswendig gelernt. Und dann klingt das wie abgelesen. Monika nickt, Tanja schüttelt den Kopf. Du hast nicht in die Kamera geschaut, es hat sich abgelesen angehört für mich. Und das ist halt schon ein Hinweis für dich, liebe Tanja. Das geht bestimmt authentischer. Guck mal, wenn ich jetzt mit euch rede, rede ich so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ich könnte aber auch so mit euch reden, dass ihr eventuell an der einen oder anderen Stelle denken würdet, dass es jetzt doch abgelesen ist.
Obwohl ich jetzt nicht ablese, klingt es wahrscheinlich so, als würde ich gerade ablesen. Wenn du so vor deinem Publikum stehst und sprichst, fragt sich dein Publikum, was stimmt mit dem denn nicht? Verstehst du, was ich meine? So, genau. Ansonsten, was habe ich mir noch? Der Einstieg war mir nachher zu coachy-mäßig. Weißt du, was ich meine? Das war mir zu, das ging mir dann zu tief. Du bist in einem Vortrag und ein Vortrag, der inspiriert und der motiviert vielleicht ein bisschen, wenn er das überhaupt schafft, aber der inspiriert vor allem. Aber der geht nie so tief wie ein Coaching. Und ich hatte bei dir das Gefühl, dass du ein guter Coach bist, eine gute Coachin oder wie auch immer der weibliche Coach jetzt heißt. Und das kam mir im Vortrag zu sehr raus. Bist du Coach? Ja, und das ist bei mir wirklich ein Thema, weil bei mir, bei mir geht es fast nur noch tiefgründig. Ich kann mich nicht mehr an der Oberfläche bewegen. Ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt. Ja, musst du aber, wenn du die Leute nicht verlieren willst. Ihr habt ja wirklich immer dieses zweischneidige Schwert. Gehst du zu tief, springen einige ab, weil die sagen, hey, ich sitze hier mit was weiß ich wie viel, 100 oder 1000 anderen. Ich will mir da jetzt nicht Gedanken drüber machen. Du kannst doch auch nicht von Menschen erwarten, dass sie in einem Vortrag so tief in sich reingucken, dass sie eventuell sich selber dort entdecken und in Tränen ausbrechen. Das willst du auch nicht. Weil wenn die da wirklich angekommen sind und dann fertig sind mit sich und der Welt, dann bist du nicht da und kannst sie wieder auffangen. Dann hocken die da allein mit ihrem Scheiß. Ne? Also deswegen bitte auf der Bühne vor vielen Menschen, seid mir da vorsichtig, wenn ihr so Coaches seid, die tief gehen und die auch tief gehen wollen. Im Seminar, wenn ihr einen Co-Coach habt, einen Co-Trainer im Seminar, dann okay. Ja, wenn ich ein Seminar habe, dann habe ich immer einen Co-Trainer dabei. Und wenn bei mir irgendjemand, mein Trainer und Speaker-Camp, da passieren auch viele Transformationen. Da wirst du viel mit dir selber auch konfrontiert. Das war jetzt mich, aber in dem du warst, war das erste Speaker-Camp, wo niemand geheult hat. Ja, hat kein Mensch geweint, was ich schade fand. Aber es war trotzdem gut. So, aber da brauche ich immer wieder mal jemand, der die Person dann auffängt und in dem Moment erstmal wieder betüdelt. Die meisten merken natürlich nachher, dass es genau richtig war, was mit denen passiert ist. Und das sollte auch so passieren. Die sind nachher Gott froh und dankbar. Aber bitte nicht von der Bühne runter bei vielen Menschen. Das darfst du nicht so tief gehen. Das ist dann ein Vortrag, ist dafür nicht geeignet. Ne? So. Genau, das war mir zu Coachy, wie gesagt, und dass du halt nicht in die Kamera geschaut hast. Ansonsten habe ich da nichts. Jetzt ist bei dir das vielleicht, Tanja, mit dem Kratzen am Mikro? Das weiß ich jetzt nicht, aber ja, aber vielleicht, ich hätte nur mal kurz die Frage, weil ich bin jetzt seit mehreren Monaten in Mexiko unterwegs und ich scheitere dann in Mexiko immer wieder an der Technik. Also so gut wie heute habe ich noch nie WLAN gehabt, so eine stabile WLAN-Verbindung. Das heißt, ich kann eigentlich dann in Mexiko überhaupt nicht wirklich professionell arbeiten. Ja, oder du musst halt eine LAN-Verbindung machen, nicht wireless, sondern du musst das Kabel einstöpseln und dir irgendwo was suchen, wo das funktioniert, Leute. Das ist ganz klar. Sechs im Lotto. Ja gut, dann ist Mexiko das falsche Land, ganz einfach. Ja. Wenn das tatsächlich so ist, und ich nehme das jetzt mal so an, mit Sicherheit gibt es aber auch in Mexiko Hotels, die gute Verbindungen haben, weil die müssen ja selber irgendwie internettechnisch was machen. Also Leute, da könnt ihr, wenn ihr gebucht werdet, ne, und ein Kunde zahlt für euch Geld für euren Input, dann könnt ihr euch doch nicht rausreden, dass ich bin gerade in Mexiko, da komme ich jetzt auch nichts dafür. Ne, lieber Kunde. So war es jetzt nicht gedacht, aber ich sag's nur, ne, weil einer kann schon mal gar nichts dafür, dass du ein schlechtes Netz oder schlechte Technik oder schlechte Bedingungen hast, das ist der Kunde. Der kann mit Sicherheit nichts dafür. Der zahlt aber dafür, also der sollte nicht unterleiden müssen, okay? Okay. So, wunderbar. Danke für dein Feedback. Bitte? Danke für dein Feedback. Ja, das ist sehr gerne, um Gottes Willen, sehr gerne. So, Astrid ist gar nicht da, ne? Nein, nee. Astrid ist heute nicht im Meeting. Ja, genau, dann machen wir die auch nicht, dann nehmen wir den Carsten. Der Carsten ist der Nächste. So. Taschentücher liegen bereit, leg los. So, sehr gut, ja, witzig. Also, ich fand auch bei dir den Einstieg extrem cool. Die Geschichte, die war sehr gut erzählt. Geile Pausen, wobei ich am Anfang auch sagen muss, am Anfang hatte ich erst das Gefühl, weil du auch nicht immer so in die Kamera geguckt hast, ich dachte am Anfang, liest er ab oder nicht? Ich war mir nicht sicher. Ne? Beantwortest für dich selber. Auf jeden Fall hast du... Bitte, hast du nicht... Ich kann gar nicht lesen. Ja, sehr gut. Richtige Antwort. Auf jeden Fall fand ich, hast du sehr gut gesprochen. Danke. Total schöne Pausen gemacht.
niemanden überfordert. Das war ein richtig professioneller, für mich richtig geiler, guter Einstieg. Sehr gut angeteasert mit dem Stell dir vor. Und so deine Begeisterung habe ich gespürt. Ne? Du warst also da wirklich auch drin. Du warst die Story. Ich sage immer, du darfst die Story, die Geschichte darfst du nicht erzählen, du musst sie sein. Ne? Also wenn ich merke bei jemandem, der ist die Geschichte, oder die Amis sagen, don't tell the story, be the story. Ne? So, und bei dir habe ich das wirklich gespürt. Und das war halt nicht nur einfach, es ging da mal ein Bauer auf den Markt. Ne? Also du warst diese Geschichte. Hab ich zumindest. So. Du wirktest für mich echt authentisch und dadurch auch wirklich kompetent und hast dich engagiert. Also ich habe gesehen, da war Gefühl drin. Du bist ja auch mal ein bisschen, hast ja mal ein bisschen Gas gegeben auch zwischendurch. Das fand ich sehr gut. Hattest einen sehr geilen Ausstieg mit diesem farbenfrohen Abend. Das ist auch ein sehr schöner Schluss dann bei deinem Thema und bei deinem Titel gewesen. Nochmal einen farbenfrohen Abend gewünscht, das ist doch schön. Und Hemd und Tapete habe ich mir hier auch noch sehr gut abgestimmt, aber das hatte ich auch noch so im Kopf. Ne? Ich erzähle hier jeden Tag neu, immer je nach T-Shirt. Ja, genau, je nach Hemd. So, jetzt pass auf, was du meiner Meinung nach besser machen könntest. Ihr solltet allgemein, also jetzt nicht nur du, Kass, sondern ihr solltet allgemein gucken, wenn ihr mit jemandem sprecht, ne, du sprichst mit jemandem und guckst dem in die Augen, Baby, dann guckst du dem ja auch nicht ständig stur in die Augen. Dann guckst du auch mal weg. Aber dieses Weggucken, wie bei mir jetzt glaube ich, kommt keiner auf die Idee, wenn ich mal so weggucke währenddessen, jetzt überlege ich halt, jetzt lese ich nichts ab. Ne? Da solltet ihr einfach mal das Augenmerk drauf legen, wo guckt ihr hin, wenn ihr nicht in die Kamera guckt. Und das ist halt am PC oder ja, bei so einer Online-Geschichte, vor allem dann, wenn ihr das so gut auswendig gelernt habt, für den Gucker, für den Teilnehmer, für eure Zuschauer, immer so ein Ding, wenn ihr es zu perfekt sprecht, dann denkt der Zuschauer immer, wenn du nicht in die Kamera guckst, ah, jetzt spickt er wieder ab, jetzt guckt er wieder, was der nächste Punkt ist oder sowas. Ne? Und das finde ich immer ein bisschen schade, weil das schmälert eure Expertise. Denn ein wirklicher Experte weiß, wovon er redet, der muss nicht ablesen oder den nächsten Stichpunkt sich irgendwo herholen. Wenn ihr das also macht, dann haut euch eine Flipchart in 2 Meter Entfernung hinter der Kamera irgendwo hin und schreibt da eure fetten Stichpunkte drauf. Oder stellt die da in die Ecke irgendwo ganz woanders, dass ihr sagen könnt, also, ja, was soll ich sagen? Das, Motivation ist vielleicht noch ein Punkt. Und jetzt kommt ihr zu eurem Motivationsthema, weil da der zweite Punkt Motivation stand. Ne? Aber dann ist der Spickzettel nicht hier oder auf dem zweiten PC, wo das steht. Versteht ihr, was ich meine? Noch geiler wäre natürlich, ihr würdet mich, du kannst mir beipflichten, ihr würdet mit meiner Gedächtnistechnik, mit Kerze, Schorn und Dreizack euch die Sachen drauf schaffen. Absolut, so. Das haben wir gelernt im Trainercamp. Immer mal wieder so einen kleinen Werbeeinblender machen. So, pass auf. Nach der Story allerdings, Carsten, hast du mir zu viel verallgemeinert, zu viel vorausgesetzt und du hast da zu wenig abgefragt. Ich kann euch nur sagen, ich sage meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern immer, Leute, fragt doch viel mehr. Ey, du willst doch nicht in ein Restaurant kommen und dann sagt dir der Chef, was alle gerne essen. Nee, der fragt dich doch, was hätten sie denn gerne? Was hast du für einen Geschmack? Worauf fährst du ab? Und dann gibst du ihm das, was er will. Und das könnt ihr als Speaker auf einer Bühne oder im Seminar, im Webinar doch super leiten. Ihr könnt doch, guck mal, wenn ich jetzt als Gedächtnistrainer, ich brauche doch nur zu fragen, ich brauche nur zu sagen, guck mal, ich will das möglichst individuell machen für euch, dass wir möglichst nur die Themen bearbeiten, die für euch auch wichtig sind. Gebt mir mal ein ganz kurzes Zeichen hier. Ich sehe euch ja alle, wer von euch sagt, denn Namen und Gesicht, das sind für mich wirklich ein wichtiges Thema, würde ich gerne besser hinkriegen. Mal bitte Handzeichen. Wer sagt Namen und Gesichter, ist ein Thema. So, dann kann ich sehr sagen, okay, die Hälfte oder jetzt alle genau sagen, Namen und Gesichter wichtig. So, da fragst du noch, wer findet XYZ oder wer findet meinetwegen To-Do-Listen wichtig oder frei reden, so ein Stichpunkt in der Reihenfolge drauf haben, melden sich vielleicht auch nochmal alle, bei Zahlen melden sich vielleicht weniger. Und dann sagst du, wunderbar, dann machen wir dies, jenes, das und den anderen Kram lassen wir weg, weil da war jetzt gar kein so großes Feedback. Ich bin voll bei euch und ihr habt das Gefühl, dass das genau das für euch ist. Es ist aber im Prinzip der Standardvortrag, weil das halt immer so. Ne? Aber jetzt hast du die Leute abgeholt. Jetzt gibst du denen das Gefühl, dass du nichts voraussetzt und für die Leute denkst, für deine Teilnehmer denkst, sondern jetzt sind die selber erwachsen und dürfen sagen, was sie wollen. Ne? Leuchtet das ein so ein bisschen? Ja, auf jeden Fall. Okay. So,
Jetzt hängt mein Ding hier, warte, fertig, okay, da geht's wieder. Ja, also, weißt du, ich meine mit dem Verallgemeinert den Part, wir ziehen alle den dunkelblauen Anzug an und wir fahren alle diese grauen, weißen oder silbernen und schwarzen Autos und so weiter. Das stimmt gar nicht. Ich saß da, ich habe mir gedacht, hey, ich habe zwei goldene Autos, ich habe ein grünes Auto, zwei grüne sogar, ich habe noch ein braunes, ich habe ein rotes, ich habe ein schwarzes, ich habe ein silbernes, ich habe nochmal ein Champagner. Also ich habe halt auch viele Autos und ich bin so ein bisschen Autofreak, aber es stimmt einfach nicht für alle. Es gibt Menschen, die fahren rote Autos, blaue, gelbe, schwarz-gelbe. Hier in Dortmund fahren viele schwarz-gelbe Autos, warum auch immer. Ne? So, also frag da einfach ab und das mit Handzeichen hier im Chat kann jemand die Hand heben oder du kannst auch sagen, winkt mal und zeigt mir das hier mit Handzeichen. Ich will euch so erleben und euch da sehen. Ne? Einfach mehr fragen. Ja, auch zum Einstieg. Mein Tipp ist ja auch immer wirklich an alle, Micha, du weißt das noch, fragt zum Einstieg ab, für wen ist das Thema spannend, wer hätte gerne lieber das oder wer kennt die Situation und wer möchte die auf gar keinen Fall. Und dann sagst du, genau dazu gibt es jetzt Tipps von mir. Also schön, mit euch kann ich arbeiten, tolles Publikum, los geht's. Ja, wenn ihr einsteigt, ohne dies abzufragen, dann lauft ihr immer Gefahr, dass sich die Leute die ersten 2-3 Minuten fragen, worum geht's eigentlich? Worauf will sie hinaus oder er hinaus mit dieser Geschichte, die er erzählt? Auch wenn die Geschichte spannend vorgetragen ist, aber du musst immer im Teilnehmerkopf sein. Was denkt deine Teilnehmer? Und die denken vielleicht, um was geht's eigentlich? Weil ihr dürft einen Fehler nicht machen. Dieser eine Fehler ist, zu denken und zu glauben, dass die Zuschauer wissen, wer du bist und welches Thema du gerade bespielst. Die hören bei der Anmoderation nicht zu, die gucken auch nicht ins Veranstaltungsheftchen rein, wo ja drinsteht, wie du heißt, was du machst, wer du bist. Deswegen ist das so eine geniale Methode, 2-3 Fragen stellen, bei mir immer Standard auf der Bühne, beim Vortrag, wenn ich reingehe, wer ist mit seinem Gedächtnis zufrieden, mal bitte kurz Handzeichen, dann macht ihr das auch bitte vor. Ja? Jetzt melden sich die wenigsten, also kaum jemand, weil kaum jemand ist mit seinem Gedächtnis zufrieden. Und dann frage ich ab, und wer hätte gerne ein besseres? Nur mal angenommen, das wäre möglich, mal bitte Handzeichen. Jetzt melden sich fast alle. Und dann sage ich, wunderbar, ihr Lieben, mit euch kann ich arbeiten, los geht's. Jetzt wissen aber auch alle, worum es geht. Und die, die nicht ihr Gedächtnis trainieren oder verbessern wollen, die können doch gehen. Die interessieren sich gar nicht für das, was ich gleich erzähle. Die müssen aber nicht erst 5 bis 10 Minuten warten, bis sie wissen, ach, darum geht's. Und dann rausgehen. Das ist blöder. Ne? Okay. Die Silvia hat gerade noch gefragt, Olli, die Silvia hat gerade noch gefragt, ob das nicht abgelutscht ist, diese Handhebemethode. Was sagst ja, du? Das ist eine sehr gute Frage. Wo ist denn die Silvia? Ich gucke gerade mal hier auf. Ach, das ist Silvi Mantel. Ja, genau. So, diese Methode ist abgelutscht, wenn es zu häufig gemacht wird und wenn 5, 6 Speaker vor dir alle genau immer so einsteigen, dann ist sie abgelutscht. Wenn die das vor dir nicht machen oder wenn du das nicht übertreibst mit dem Handzeichen, also wenn du nicht alle 2 Minuten eine Frage mit Handzeichen stellst, ist sie nicht abgelutscht. Allerdings ist es ja auch so, das wisst ihr aus dem Coaching oder auch aus dem Seminar, wie hältst du jemanden an deinen Lippen oder wie hältst du jemanden interessiert? Indem du immer mal wieder Fragen stellst. Allein wenn ich sage, wie hältst du jemanden interessiert, denkt ihr, ja, wie geht das? Jetzt antworte ich, aber ihr wart kurz vielleicht aufmerksamer als vorher. Das ist relativ einfach. Ne? Deswegen macht es schon Sinn, immer mehr Fragen oder immer mal wieder Fragen zu stellen und auch mal zu fragen, kommt das rüber? Oder habe ich das jetzt so erklärt, dass ihr es verstehen konntet? Nicht, habt ihr es verstanden oder kapiert, weil dann sind ja alle doof. Habe ich das so erklärt, dass es rüberkam, dass es bei euch ankam? Ne? So, genau, dann sind wir auch fertig mit dem Carsten. So, kommen wir zu Dagmar. Wo ist denn Dagmar? Da ist sie, genau. Da ist sie. Es tut sich bei mir immer alles auf dem Bildschirm, geht immer alles weg. So, genau. Dagmar, du, finde ich, erzählst sehr gut, machst das sehr authentisch. Mir hat sogar, obwohl ich da überhaupt gar kein Fan bin, dein 4-Freunde-Schauspiel, dein 4-Freundinnen-Schauspiel hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Allerdings war das, auch immer Christina hat Besuch. Hallo. Hallo. Das freut sich auch jemand. Allerdings wurde mir das nachher zu viel, aber das kommt ja gleich bei den Verbesserungsvorschlägen. Erstmal fand ich, du hast das super geschauspielert. Das hat mir gut gefallen. Du warst da authentisch, du warst bei dir, du warst engagiert. Das fand ich einfach gut. Wie wenn du eine Schauspielerin wärst. Ich habe dir auch abgenommen, dass du Expertin für dieses Thema bist.
Aber ich den anderen übrigens auch, das ist ja auch sehr wichtig. Du hast, finde ich, Dagmar, ein sehr nettes Lächeln und eine ganz schöne warme Ausstrahlung. Ja, also das hat mir alles wirklich sehr gut gefallen. Ich würde gerne von dir da noch mehr hören in diesem Zusammenhang. Allerdings, der virtuelle Hintergrund, habe ich vorher schon gesagt, der geht halt gar nicht, vor allem wenn dann die Hände so, die Finger so abgehackt aussehen. Also wenn ihr das macht, bitte wirklich, dann müsst ihr eine perfekte Greenscreen hinter euch haben, faltenfrei, top ausgeleuchtet, und dann müsst ihr mit der Software OBS oder sowas arbeiten, zum Beispiel, dass das wirklich tiptop freigestellt ist. Dann muss das aber, das kriegen die wenigsten richtig gut hin. Meist hast du dann so einen Schimmer um die Haare rum oder sowas. Also das muss dann wirklich so sein, nahezu in der Qualität wie in einem Fernsehstudio. Ja, deswegen ist mein Tipp an der Stelle immer, lasst das weg. Wenn es auch bei dir Sinn gemacht hat im ersten Moment, Dagmar, weil du ja da deine Terrasse zeigen wolltest. Ne? So, genau, weiter. Für mich war es danach schwierig zu folgen, obwohl ich Gedächtnistrainer bin, welche von den Mädels jetzt was gesagt hat. Ne? Weil ich wusste jetzt nicht mehr, welche war die jetzt und welche war das. Und ich wäre auch die, ich wäre die Cordula oder ich wäre die, wie sie alle hießen. Das war mir nachher zu viel. Und das war dann auch ein bisschen zu viel im Detail und ein bisschen zu langatmig. Das sollte knackiger sein, nicht so viel mit reinbringen. Vielleicht, weißt du, auch wenn du sowas, das war jetzt für viele, die, ihr solltet euch immer fragen, wie denken die Teilnehmer jetzt? Und dann wärst du wahrscheinlich darauf gekommen, oh, dann sind das vier Frauennamen, vier Geschichten zu den Frauen. Dann müsstest du das vielleicht an eine Flipchart kurz skizzieren, die Namen drüber und zwei, drei Stichpunkte zu den Einzelnen, dass das jeder nochmal visualisiert hat und wirklich weiß, worum es geht. Du hast mir auch zu wenig in die Kamera geguckt, hattest eine extrem schlechte Bildqualität und Spiegelung in der Brille. Die hatten übrigens viele von euch. Ne? Und ich sehe es gar nicht bei mir jetzt. Meine Spiegelung in der Brille ist auch da. Seht ihr das? Ich weiß gar nicht, ob wir das mal groß machen. Ich habe eine Spiegelung in der Brille. Jetzt zeige ich euch, wie die Spiegelung weggeht. Achtung, auf wundersame Weise ist sie jetzt weg. Ne? Oder ist sie noch da? Jetzt ist sie weg. Warum ist sie weg? Weil mein Bildschirm einfach nur dunkler gemacht wurde. Also an alle Brillenträger, mach den Bildschirm dunkler, dann siehst du zwar die Teilnehmer nicht mehr so gut, aber ganz ehrlich, ich gucke ja sowieso nicht so auf euch. Ich muss mich ja eh bemühen, in die Kamera zu gucken. Da kann der Bildschirm auch ein bisschen dunkler sein und dann ist das Spiegeln in der Brille weg, wenn dich das stört. Die meisten Zuschauer stört das halt. Und wenn ihr Lampen habt, ich habe hier ja, ich kann euch das mal schnell zeigen, ich habe hier ja solche Softboxen, ne? Hier habt also diese großen Softbox-Dinger da, dann stellt ihr die gegen eine weiße Decke, dann habt ihr den kompletten Raum hell und da seid ihr nicht so angeleuchtet. Na, es ist hier noch nicht optimal, um Gottes Willen, meine Stirn glänzt zu sehr, die Kamera ist jetzt auch nicht die Kamera, die ich eigentlich sonst habe, die würde ein besseres Bild machen, mach mal wieder hell, dann sehe ich euch einfach schöner und besser, auch wenn es jetzt spiegelt. So, aber wenn ihr von oben runter leuchtet, ne? Dann spiegelt sich es nicht in der Kamera, so wie bei Gabi. Bei dir ist es ganz extrem jetzt im Moment gerade. Ne? Wenn du dich von vorne direkt anstrahlen lässt, hast du immer die Spiegelung in der Brille. Ganz schlimm sind diese Ringlichter. Ne? Du hast original die Ringe dann in der Brille. Mach das von oben. Stell das einfach höher und kippt es von oben runter. Dann kommt das von oben. Dann würdet ihr die Spiegelung in der Brille erst jetzt, wenn ihr nach oben guckt, sehen. Aber nicht, wenn ihr gerade aus der Kamera guckt. Ne? Und ihr könnt das selber überprüfen und dann halt auch den Bildschirm hell oder dunkel machen. So, das zur Spiegelung in der Brille. Was hat man noch? Genau, das war's dann. Das war's für dich, Dagmar. Hast du noch Fragen? Wunderbar. Dann können wir auch direkt weitergehen zur Gabriele. Wo ist die Gabriele? Da ist sie, genau. Ja, sehr schön, genau. Wunderbar. Also, ich hatte den Eindruck, dass du gestanden bist, ne, bei dem Vortrag, oder? Das fand ich gut. Ich finde Stehen bei einem Vortrag ziemlich gut, weil das einfach mehr Leben, mehr Bewegung, mehr Interaktion gibt. Ich kann euch bei einem Vortrag empfehlen zu stehen. Bei einem Webinar oder bei einem Coaching, bei einem wirklichen Zoom 1:1 Gespräch auch oder bei einem Webinar, wo du vielleicht tiefer mit den Teilnehmern was erarbeiten willst, da ist Sitzen häufig die schönere Methode, weil sie mehr Ruhe in die ganze Geschichte reinbringen. Ne?
Wenn du aber bei einem Vortrag innerhalb von ein paar Minuten Leute begeistern willst, Leute mitreißen willst, dann ist Stehen cooler, weil dann bist du mehr in Action, dann sehe ich die Hände mehr. Ne? Auch das, wenn ihr mal schaut, wie, selbst wenn ich jetzt hier sitze, ihr seht meine Hände mal, da ist ein bisschen Bewegung. Ne? Hat mir auch bei einigen von euch allgemein gefehlt, hatte halt dann auch mit der Einstellung zu tun. Aber das ist ja das, was nachher die Lebendigkeit ausmacht, dass hier auch die Gestik passt, ja, und nicht nur die Mimik. Und deswegen fand ich das also schön, dass du gestanden bist. Du hattest auch eine gute Bewegung drauf. Das hat mir bei dir sehr gut gefallen. Deine ganze Mimik und Gestik fand ich gut. Und ich hatte echt einen geilen Aha-Effekt bei dieser Marsmännchen-Story. Scheiße, war das geil, oder? Mit den die rosanen Bewohner hier dieses Planeten, die halten sich Sklaven, die sie füttern. Ich fand das so geil für die anderen, wenn ihr es nicht mehr wisst. Das waren die Schweine, die gefüttert wurden. Ne? Das fand ich richtig cool. So. Dein virtueller Hintergrund leider. Du hattest, glaube ich, dieses Runde mit deinem Beziehungs- und Liebesherzchen und Gedöns dahinter, ne? Ja? Okay. Das war halt auch wieder virtuell und deswegen nicht mit Greenscreen und so. Das war halt wieder ganz gruselig. Das dürft ihr echt nicht machen. Dann hatte ich auch bei dir das Gefühl, dass du abliest, ne? Und wenn das nicht so ist, dann nimm einfach mit, dass ich halt das Gefühl hatte. Vielleicht allgemein kann ich noch was sagen. Ich meine, ihr seid ja alle in eurer Community sehr liebevolle, warme Menschen, die mit Coaching zu tun haben und so. Ihr wollt ja auch niemandem was Böses, ne? Deswegen, wenn ihr euch selber da Feedback gebt, dann solltet ihr immer drauf gucken, wer gibt mir gerade Feedback, ne? Das ist ja im Seminar, bei uns war das Michael ja genauso, ne? Die Teilnehmer untereinander wollen sich ja kein schlechtes Feedback geben. Die wollen ja nicht sagen, also mir war das viel zu pathetisch und das war mir viel zu geschwollen. Das wollen die demjenigen nicht sagen, weil sie denken, sie tun ihm weh. Ne? Aber wenn du ihm sagst, ne, es war toll, fand ich ganz klasse und jetzt endlich mal authentisch und es war nicht so, dann tust du ihm weh. Nur nicht in dem Moment. Das ist noch schäbiger, finde ich. Ne? Das ist, also, naja. Gut, so, die Beschreibung deiner Bauern war mir zu detailliert. Ich habe gewartet, dass irgendwas noch kommt, was mit der Kleidung der Bauern zu tun hat. Und da kam nichts. Ich dachte mir, warum erzählt sie mir jetzt, was für eine Farbe, die Gummistiefel, Hose und Oberteil und ob da was weiß ich und Dings. Einfach Bauern, meinetwegen mit Gummistiefel und Joppe und da haben die da gewurschtelt. Das würde mir vollkommen reichen. Also wenn ihr Details beschreibt, dann sollte das einen Sinn machen, wenn ihr die Details beschreibt. Ne? So, und dann hast du immer mal wieder irgendwie so nach links unten auf den Tisch geguckt. Also ich weiß nicht, ob da was lag oder stand, wo du dich immer mal wieder dran festhalten musstest oder wo du was abgelesen hast. Und deine Brille hat auch gespiegelt, habe ich mir hier noch notiert. Und obwohl ich die Geschichte mit dem Marsmännchen richtig geil fand, habe ich nicht wirklich kapiert, worum es geht. Es war für mich nicht wirklich ein Inhalt vorhanden, den ich umsetzen konnte. Also ich habe nachher kapiert irgendwie, es geht um gutes Sexleben und gute Beziehungen oder tolle Freunde oder irgendwie sowas. Und so, aber ich habe jetzt nichts gehabt, wo ich sage, okay, ich habe ein, zwei Tipps mitgenommen, die ich umsetzen könnte. Das hat mir halt an der Stelle noch gefehlt. Ansonsten, ja, bin ich damit auch fertig. Wenn du noch was fragen möchtest. Ihr könnt aber, ich kann euch allen, wenn ihr wollt, oder wenn du hast ja meine Telefonnummer, Michael, du kannst allen meine Telefonnummer geben, meine Handynummer. Wow. Und wenn irgendjemand noch was will, könnt ihr mich alle anrufen, an WhatsAppen oder sowas und ich kann euch noch mehr geben oder sagen. Ja. Darauf steht der Olli. Ja, danke, ja. So. Also ich wollte nur sagen, meins war tatsächlich ganz frisch fertig geworden und das Ende alles andere als perfekt. Und deshalb hat es vielleicht abgelesen gewirkt, weil es auswendig gelernt hatte. Und dieses Bild mit diesen Schweinen, das ist eine Postkarte von Uli Stein. Er lebt ja jetzt nicht mehr. Ja, kennen ja, die alle. Ja. Genial, ja. Ja, super. Also, Dankeschön. Ja. Ja. Alles klar. Also dieses auch mit dem, klar, ich sage ja, das sind ich bewerte jetzt halt hier auf, ich sag mal, ich bemühe mich auf Profiniveau zu bewerten. Und da weiß ich natürlich nicht, warum das jetzt so war. Ne? Und deswegen sei mir da bitte nicht böse. Ja. So, ja, super. Danke. Selma, dich finde ich herrlich. Ich finde, du hast eine tolle Optik.
guckst sehr freundlich, hast ein schönes Lächeln und einen guten Einstieg mit diesem kennst du das. Hm? Also fand ich alles gut. Ich finde, du, also das hört sich jetzt vielleicht, das ist auch ein bisschen blöd, ne? Ich habe auch wirklich immer wieder Probleme und wenn da jemand mir helfen kann, dann sagt mir das gerne. Ich habe immer wieder Probleme, Männern wie auch Frauen oder Leute, die dazwischen sind oder die was anderes sind, egal, oder Marsmännchen, habe ich immer wieder das Problem zu sagen, wenn jemand gut aussieht für dieses Business, ne? Weil es ja schon irgendwo, also es ist ja, ich meine, nimm jetzt mal den Heribert und den Eckbert und ich finde eben, dass der Heribert mehr wie ein Speaker aussieht als der Eckbert. Versteht ihr, was ich meine? Also das ist bitte ja überhaupt nicht böse gemeint, aber wenn ihr mal so guckt, wenn ihr euch mal Speaker anguckt, die erfolgreich sind auf einem guten Niveau, so diese ganzen, ich sag mal so Champions League Niveau in Deutschland, so, dann sind das alles irgendwo ganz fesche Burschen oder fesche Mädels. Ne? Es sind ja eh viel mehr Burschen da draußen als Mädel, deswegen ist an sich schade. Aber wenn wir jetzt mal nur uns auf die Männer konzentrieren, da ist keiner irgendwie ungepflegt oder von der Figur her, die sind alle von der Figur her zumindest okay, wenn nicht sportlich, schlank, sogar fit. Ne? Und ich glaube, wir alle haben leider so ein bisschen unsere Schubladen. Ne? Und das ist für mich, ich finde es total doof, aber ich glaube, es ist ein bisschen so, zumindest so für den ersten, guck mal, ein Dieter Lange zum Beispiel. Ein Dieter Lange, wenn ihr den kennt, wenn nicht, googelt ihn mal. Ein Dieter Lange ist ein Top-Typ. Der ist so geil. Den müsst ihr euch auch mal angucken, wenn ihr den noch nicht kennt. Aber der hat es immer die ersten 2-3 Minuten ein bisschen schwerer. Er ist keine Rampensau. Der ist echt ein Philosoph auf der Bühne. Er geht aber so tief, also nicht im tiefsinnigen für dich selbst oder für die Teilnehmer selbst, sondern einfach von dem Vortrag, den er macht. Und wenn du Hermann Scherer jetzt mal gegenüber dem Dieter dir anguckst, dann ist Hermann das komplette Gegenteil. Das ist eine Rampensau, das ist ein Schreihals. Bitte, auch super, auch gut. Das ist ein Rockstar auf der Bühne, keine Frage. Und danach kommt ein Dieter und ich war mit beiden auf der Bühne in Kiel bei den Zukunftsathleten. Und ich dachte mir die ersten 2 Minuten, ach du Scheiße, der arme Dieter. Weil das war fürs Publikum auch so ein krasser Change da drin, dass ich echt um mich rum, ich saß mittendrin so, geguckt habe und rechts und links habe ich gesagt, Leute, ja, ist gerade heftig für ihn. Und die so, ja, bin mal gespannt. Ne, sage ich, ja, wartet mal ab, der kommt schon noch. Weitere 2-3 Minuten später saßen die mit aufgerissenen Augen da und hingen ihm an den Lippen. Und ich glaube, er kam besser an als der Hermann. Aber er hatte erstmal diese kleine Hürde. Ne? Deswegen, und Selma, bei dir finde ich halt, ich meine, bei dir wird jeder Veranstalter, so blöd das klingt, aber du kannst deine optischen Reize da halt nun mal nutzen. Was soll ich sagen? Das ist so. Also, ja, ist auch gut jetzt, oder? Also, das ist halt, du wirkst da gut. So, jetzt kommt aber das Feedback, also das, was du verbessern darfst. Ich habe deine Handzeichen nicht so richtig verstanden. Weißt du, was ich bei dir gefühlt habe oder gespürt habe? Ich dachte mir, hey, die ist von Gedankentanken oder von Greater. Weil das war Bilderbuch, so dieses Rhetorik und Umgangsdings wie von Greater. Du hattest Handzeichen gemacht auch, ne? Warst ja aber dann unsicher, hast das immer wieder so halb runter und wieder hoch und dann war es so und irgendwie. Leute, wenn ihr auf der Bühne was macht, dann müsst ihr da hundertprozentig dazu stehen. Also wenn du Handzeichen abfragst oder jetzt halt hier, dann, wie du siehst, Handzeichen und dann wieder weg. Anderes Frage, am besten dann auch kurz die andere Hand. Aber dann muss das auch, man darf die Hand nicht so oder irgendwie oder so kommen, dann muss die Hand da sein. Ne? Mal bitte Handzeichen. So. Ich hatte immer leider das Gefühl, dass deine Gestik ein bisschen übertrieben war. Du hattest das mit dem Tröpfelchen da, glaube ich, gemacht, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe, ne, die Tröpfelchen, wie sie da durchtröpfelten, es war, ich übertreibe jetzt etwas, fast schon so, wie wenn ich erzähle, ich bin in die Stadt gegangen
und habe dort ein Bier getrunken. Danach habe ich mich hingesetzt, ne, und mich in der Sonne gesonnt. Also ein bisschen überdreht, so zu jedem Wort irgendwie die richtige Handbewegung. Das war mir dann zu viel. Ne? So. Ich habe bei dir auch die Vermutung, dass du abgelesen haben könntest oder stark auswendig gelernt hast. Bitte, ich setze das jetzt immer mal gleich. Du hast mir sehr konzentriert gewirkt, zu konzentriert, um locker zu sein. Und ich wurde einfach das Gefühl nicht los, dass du dir viele Rhetorik oder viele, wie soll ich speaken und da vorne stehen, angeguckt hast oder drauf geschafft hast. Und das war mir, für mich war das ein Gefühl, gerade aus der Rhetorikschule raus, jetzt alles auf einmal angewendet. Weißt du, was ich meine? Das war für mich ein bisschen too much. Und dann kommt noch dieser Klassiker, weil es war jetzt ja ein Vortrag, es war kein Internetvideo, es war kein Promovideo. Da musst du dich nicht nochmal vorstellen. Da musst du nicht sagen, hallo, mein Name ist Selma irgendwas und ich helfe den und denen und mache dies und jenes. Das ist so dieser klassische Videopitch, das kannst du auf YouTube machen oder bei Anzeigen, bei Facebook oder sowas, ganz klar, da passt das gut hin. Ne? Da sagst du, hier kennst du auch die Situation so und so und so und so und dann kennst du das und das und das. Ja, ich kenne das auch. Hallo, mein Name ist Oliver Geiselhardt und mittlerweile helfe ich Menschen, sich Sachen merken zu können, die sie einfach merken müssen und damit dann im Beruf und im Privatleben erfolgreicher zu sein und leichter durchs Leben und bla bla. Ne? So. Das musst du bei einem Vortrag bitte nicht machen. Ne? Beziehungsweise du darfst das nicht machen. Du wurdest angekündigt, die Leute kennen dich. Du kannst irgendwann mal nochmal deinen Namen sagen, wenn du das möchtest. Du kannst zum Schluss auch nochmal deinen Namen sagen, kannst du am Anfang kurz nochmal sagen. Aber theoretisch musst du das nicht, weil du wurdest ja wirklich angekündigt. Ne? So, deine Kamera war, obwohl dein Setting super war, deine Kamera war einen Takt zu weit unten, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es jetzt die gleiche Einstellung ist. Jetzt habe ich überhaupt null das Gefühl. Deswegen, aber das ist auch wirklich, das ist aber auch... Und dann fand ich es zum Schluss auch ein bisschen zu coachy-mäßig, also zu, also ich habe so das Gefühl, dass das bei manchen so ein bisschen zu, wie soll ich sagen, zu lieb, zu schmierig fast schon dann wird, wenn das so in diese Coaching-Szene reingeht. Es ist dann zu lieb. Auf der Bühne muss der Teilnehmer merken, dass da jemand steht, der mit beiden Beinen im Leben steht und der alle Seiten kennt. Ne? Da darf natürlich mal wirklich was ganz Liebes, was Herzliches, was Tiefes kommen. Und dann muss aber wieder mal ein bisschen Chakalaka kommen. Die Leute müssen da ja auch wieder rauskommen so ein bisschen. Du darfst gerne mit den Gefühlen spielen. Mir war das in dem Moment ein bisschen sehr, wie ich es halt nenne, coachy-mäßig. Und dann passte das halt so alles zusammen. Und dann wird das Herz, das du gezeigt hast, das wird mir dann in dem Moment zu viel auf der Bühne. Aber nur in dem Moment. Das Herz alleine, das geht. Das Coaching-mäßige, wenn es nicht ganz so tief geht, alleine auch alles zusammen, war für mich dann ein bisschen zu viel. So, dann haben wir noch Zoe Luna. Du bist dran. Du bist wirklich da ganz schnell, ganz kurz eingesprungen, oder was? Ja. Du hattest das nicht vorbereitet. Nein, ich spreche immer aus meinem Herzen. Ja, cool. Ja. So. Das war wirklich absolut cool. Erstmal dafür gibt es von mir ein ganz großes Daumen hoch. Sehr, sehr mutig. Wirklich, das finde ich sehr, sehr mutig. Auch süß. Auch vielleicht, ich weiß gar nicht, ob du süß gerne hörst, aber für mich bist du das halt und für die anderen wahrscheinlich auch. Und das ist halt auch was Schönes. Das war auch sehr authentisch. Und ich fand das sehr bewegend. Ja, also das hat mich auch bewegt. So, ich habe mich allerdings gefragt, deswegen habe ich gefragt, ob das wirklich so spontan war, weil es durch deine Wortwahl ab und zu für mich auch so auswendig gelernt geklungen hat, weißt du? Manchmal hast du Formulierungen benutzt, wo ich mir dachte, wie alt bist du? Kannst du mir das bitte einmal sagen? Nein, ich hatte letztes Jahr Geburtstag. Gratuliere nachträglich, meine Liebe. 9 Jahre, guck mal. Und dann haust du da Sprüche raus, wo ich dachte, das kann sie sich doch jetzt nicht ausgedacht haben. Mensch. Deswegen, und da seht ihr schon, wo die Fallstricke von online liegen. Weil auf einer Bühne, da sieht jeder, was um dich rum ist.
auf einer Bühne siehst, da sitzt du da unten, da oben ist er, ohne doppelten Boden. Da steht auch dann nichts, wovon du ablesen könntest. Und dann käme das natürlich nochmal viel cooler rüber. So online, du guckst einmal neben die Kamera, dachte ich, ah, siehst du, liest sie ab. Ah, liest sie ab. Das kann sie nicht als Neunjährige so raufhauen. Und wenn das doch so ist, umso besser, schön und toll, klasse. Also für mich hat sich das wirklich ein bisschen so auswendig angehört. Aber wenn es das nicht war, war das super. Ne? Und vielleicht auch schon, Selma, Hand aufs Herz, du machst viel mit ihr, ne? Und hast ja auch schon viel so ein bisschen Tipps und Tricks gesagt und genannt. Oder sie hat viel von dir abgeguckt, ne? Also ganz ehrlich, also erstmal möchte ich dir Danke sagen für dein tolles Feedback, ja? Sehr also gerne. Ehrlich, ist es tatsächlich sogar so, dass ich sehr viel von Zoe Luna lerne. Und ja, Tipps und Tricks, also was du gesagt hattest bei mir, also ich hatte nach meiner letzten Rede hatte ich einen Trainer, der hat mir diese Rede analysiert und der sagte dann eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast, ja, dieses mittendrin, ich bin Selma Sohner und ich helfe, ja, der sagte und so, und jetzt sagst du, und das nehme ich dankend an, das hat in der Rede nichts zu suchen, ja. So, und ansonsten bin ich eigentlich überhaupt nicht so mit Creator-Rhetorik und so, aber das ist natürlich immer maßgeblich, wie kommt es an, ja. So, und deshalb bin ich da sehr dankbar. Und ich mache das eigentlich mit Zoe Luna nicht, dass ich ihr was sage, weil wenn ich sie frage, willst du dich nicht vorbereiten? Nö, ich rede wieder aus meinem Herzen. Ja, aber das sind ja 4 Minuten, dass du ein Gefühl hast für die Zeit. Ich mache das aus meinem Herzen. Ich finde schon allein dieser Spruch, ich mache das aus meinem Herzen, den finde ich schon bemerkenswert. Der ist für mich schon nicht normal. Deswegen war ich da so ein bisschen am Schlenkern, sage ich mal, so am Schwimmen. Ne? So. Und zu dem Feedback von dem anderen Typen, was du gekriegt hast, Leute, also an alle vielleicht, es kommt wirklich immer drauf an, in welcher Situation machst du was? Und ich habe jetzt euch ja als Vortragsredner beurteilt. Für mich waren das alles Vorträge. Das war für mich eben kein Online-Video, wo du jemandem sagst, was du machst und wie du dem helfen kannst. Wäre es das gewesen, wäre es gut gewesen. Das wäre der Klassiker. Ne? Das ist bilderbuchmäßig. Kennst du das, dies und jenes und dies und das? Und dann kennst du auch, ne? Und ich verstehe dich voll und ganz, weil genau so ging es mir auch vor 3 Jahren. Dann habe ich aber herausgefunden, wie ich das hinkriege und bin jetzt mittlerweile da, was weiß ich, raus, habe finanzielle Freiheit und so weiter. Und das ist auch heute mein Job. Hallo, mein Name ist Oliver Geiselhardt und ich helfe finanziell schwachen Menschen in die finanzielle Freiheit und das innerhalb von 3 Jahren oder sowas. Ne? So, das ist der Klassiker, aber halt nicht auf der Bühne als Vortrag. Und so habe ich es bewertet, nur dass ihr den Hintergrund da versteht. So, wir sind noch bei Zoe Luna, genau. Das war einfach das. Ich hatte halt einfach so das Gefühl, dass da fast schon eine Rhetorikausbildung für ein 9-jähriges Kind mit drin steckte und das fand ich dann so. Aber wenn das nicht so ist, mega, dann war das wirklich klasse, sehr gut. So, jetzt ist schade. Ich habe keine Ausbildung gehabt. Nein, das habe ich abgelesen. Nein, das habe ich mittlerweile mitbekommen. Ich bin sehr beeindruckt, meine Liebe. Weiter so. Das ist ganz cool. Übrigens, allgemein an die ganzen Frauen hier, ne? Man zeigt euch doch mal, Mädels, ehrlich. Geht doch mal raus da. Es gibt viel zu wenig gute Speakerinnen da draußen. Es gibt viel zu wenig Speakerinnen und dann auch noch zu wenig gute. So, jetzt wäre normal der Uli dran. Der ist nicht da gewesen. Christina kommt dann noch, genau. Ich wollte trotzdem kurz was zum Uli sagen. Mich hat gewundert, warte mal, habe ich das hier noch offen? Mich hat gewundert, wie schlecht, nee, habe ich nicht mehr, könnte ich aber kurz. Der Ton war schlecht, ne? Der Ton war schlecht, aber so, ihr habt den Ulrich, habt ihr auf Platz 5 gestellt. Das war der für mich nicht. Leute, ich fand, Uli hat extrem authentisch mit einer super Mimik und Gestik und entspannt und locker weggesprochen. Wirklich ganz cool fand ich den Uli. Da war halt, er hat auch zu viel neben die Kamera geguckt oder sowas. Der Ton war zu laut und übersteuert. Headset hat komisch ausgesehen. Seine Bildqualität war schlecht. Hat auch zu viel vorausgesetzt, zu wenig gefragt und hat zu viel Pitch in so einem 4-Minuten-Dingen gemacht. Ne? Mit seinen Heftchen, die er da kurz reingehalten hat. Die waren auch zu kurz im Bild.
zu sehr verspiegelt, dass du die richtig siehst. So, aber an und für sich, von seiner Art her, fand ich das richtig geil, wie locker er da saß und erzählt hat. Genau das, finde ich, brauchst du doch, wenn du entspannt zuhören willst. Ne? So, ist er nicht da. Christina, das war mit der glücklichen Kuh. Sehr schön. Also ich finde, du hast eine sehr gute Ausstrahlung. Ein cooles Kamerasetting mit deiner Wand dahinter. War das eine echte Wand? Was war das? Das ist ein Stoff. Okay, alles klar, gut. Aber es war eben ein realer Hintergrund und kein virtuelles Ding, genau. Ja. Nee. Ich habe nicht erkennen können, dass das Stoff war. Also sowas geht. Ne? Ja. Das fand ich cool. Da hätte jetzt noch vielleicht irgendwie eine Lampe oder irgendwie was daneben gekonnt, eine kleine Pflanze oder irgendwas, was das so ein bisschen auflockert. Aber das fand ich ein gutes Setting, das war cool. Ich habe dir sofort abgenommen, dass du Expertin bist. Mir gefiel das auch gut mit Neurowissenschaftlerin. Habe ich sofort geglaubt. Dein Outfit fand ich gut. Ich habe dir das alles abgenommen. Und die Metapher mit der Kuh, super. Fand ich mega. War ich sofort dabei, hast du mich sofort gecasht. Die Antilopen-Metapher, die hast du auch wirklich gut erzählt, fand ich. Auch Storys musst du ja auch erzählen können. Das fand ich, hast du richtig gut gemacht. Und du hast immer schön belegt aus der Forschung. Also ich kann es nicht mehr wörtlich wiedergeben, aber ich glaube, du hast gesagt hier, aus neurowissenschaftlicher Sicht ist das so und so, oder Psychologen haben entdeckt, dass das so und so ist. Das ist allgemein sehr, sehr, sehr schön, ihr Lieben, wenn ihr das belegen könnt, wenn ihr nicht einfach nur sagt, es ist so und so, sondern wenn ihr sagt, laut einer Studie von oder wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben das. Ne, immer ein bisschen untermauern, dann kommt ihr als Experte rüber, ne, und der andere hat die emotionale Sicherheit, dass das, was du sagst, stimmt. Das muss natürlich dann auch stimmen, bitte. So, genau, das war das. So, dein Ton, hatte ich dir vorher schon gesagt, war mir trotz des Mikros zu hallig. Das war kein Raum. Ja, das ist, der Raum ist scheiße, aber ich habe keinen besseren, ja. Okay, so, dann guck, dass du vielleicht, keine Ahnung, es gibt so Noppenschaumstoff bei Amazon zu bestellen für kleines Geld. Wenn du dir den auf so leichte Platten draufklebst, du musst dir nicht bei Thomann so einen Schallabsorber kaufen, aber du kannst ja wie so ein Raumtrenner oder wie heißen die, Paravent, so dreiteilig, da kannst du dir das draufklappen, den kannst du hinter den Schrank irgendwo stellen und dann holst du den raus und stellst den vor dich. Damit du da reinsprichst, dann wird der Ton schon sofort deutlich besser, wirst du merken. Oder du hängst deine flauschige Decke einfach vorne hin. Aber das war mir zu schlecht. Deine Internetverbindung war allgemein schlecht, ne? Das hat geruckelt, die Kamera war zu schlecht. Du hast leider auch ziemlich viel vorausgesetzt und hast jedem gesagt, wie es bei ihm angeblich ist, ne? So, stell da mehr Fragen. Für mich, wenn du mich erreichen willst, ne? Dann musst du mehr Fragen stellen. Dann musst du sagen, ist es bei dir nicht auch so? Oder kennst du das, dass das auch mal die und die Situation war? Oder hattest du das und das schon mal erlebt? Wenn ja, dann. Ne? Online ist ja immer ein bisschen blöder mit Feedback. In einer realen Präsenzsituation würde ich da halt fragen, nur mal ganz kurz, oder kannst du mal sagen, begeistertes Nicken. Wer von euch kennt die und die Situation? Ja, kenne ich, alles klar. So, und dann gehst du darauf ein. Weil wenn die keiner kennt, musst du nicht drauf eingehen. Ja, wer regt sich auch auf, wenn Autobahn links immer voll ist und der Vordermann fährt nicht weg? So, ist das ein Thema? Ja, oh, guck mal, gehen wir kurz mal da drauf ein. Ja, so, wenn jeder sagen würde, nö, ich fahre gar nicht Autobahn, dann brauchst du auf das Thema nicht einzugehen. Ne? So, genau. Und ab und an, meine liebe Christine, ich habe früher mal ein bisschen geboxt. Und im Boxen gibt es den Ausdruck des Überpacens. Kennst du den? Wenn jemand überpaced, der gibt zu viel Gas. Das heißt, oder beim Laufen ist es, glaube ich, auch so, du gibst zu viel Gas, dass du am Anfang bist, du rennst los und hast nachher keine Luft mehr. Überpaced, das ist halt übertrieben. Also bei dir war mir es leider teilweise leicht übertrieben, wie du dich da engagiert hast. Das war's. Und dann war das Authentische leider weg und es war zu sehr mit Gewalt. Ich will jetzt da Gefühle rüberbringen oder will mich jetzt so engagieren. Das war mir ein Tacken drüber manchmal. Mhm. An zwei Stellen. Ne? Mhm. Ja.
Super, vielen Dank. Danke euch. Habe ich jemand vergessen? Nee. Nee, wir haben jetzt komplett alle durch. Also du haust ja wirklich alles raus, Olli. Das bewundere ich immer bei dir. Du hältst nichts zurück. Wir haben wirklich das volle Feedback bekommen. Und ich war 6 Tage bei dir im Speaker Camp und habe mir trotzdem hier noch 10 Notizen gemacht, was ich noch verbessern kann. Also mega. Also das ist wirklich deine Stärke. Du bist, so wie ich das mitkriege, der authentischste von den Top-Speakern. Absolut bodenständig. Sagst dir, kann die Handynummer weitergeben. Also ganz großes Kino. Und du hast es nicht gelesen im Chat, aber zwischendurch kam immer die Chat-Durchsagen. Danke für das Feedback, habe ich mir hinter die Ohren geschrieben. Ich weiß aus eigener Erfahrung, es tut auch manchmal etwas weh. Also das Ego wird auch schon mal angekratzt. Aber der Olli meint es immer aus gutem Herzen und will uns weiterentwickeln. Und wir wollen ja Top-Speaker werden. Das ist ja das Ding. Wir wollen ja nicht irgendwie so rumdümpeln oder dafür bezahlen, sondern wir wollen richtig Geld damit verdienen, mit dem, was wir machen, weil wir haben alle was zu sagen. Und deswegen danke ich dir ganz, ganz herzlich, Olli, und auch allen Teilnehmern hier vom Speaker-Stammtisch, dass ihr nochmal eingeschaltet habt. Also ich freue mich sehr. Diese Liste schicke ich auf jeden Fall rum. Und ja, wer weitere Kontaktdaten haben will, an mich. Ja, Olli? Ich würde ganz gerne kurz noch was sagen, weil du sagtest, das tut im Ego weh. Ja. Der beste Tipp jetzt für mich zum Abschluss, ich will das jetzt hier auch nicht ausreizen, lasst euer Ego einfach weg. Auf der Bühne oder vor anderen Menschen hat doch euer Ego nichts verloren. Es geht doch nicht um euch, es geht um euer Publikum, es geht um eure Teilnehmer, es geht um die Menschen, die ihr weiterbringen wollt. Und doch nicht, verdammte Hacke, um euch, Leute, wirklich. Da solltet ihr bitte euch, wenn ihr das noch nicht seid, solltet ihr euch so weit entwickeln, dass ihr da drüber steht. Ne? Ihr seid, wenn ihr so wollt, doch, wer ein bisschen spirituell ist, ihr seid Medium und gebt das raus. Das hat doch mit euch nichts zu tun und auch mit denen, die es kriegen, nichts zu tun. Ja, so. Sehr guter Hinweis, auf jeden Fall. Ja, prima. Also wer mal Lust hat, so ein Speaker-Camp mitzumachen, kann mich natürlich auch ansprechen und meine Erfahrungen da im Endeffekt nachvollziehen. Also ich fand es auf jeden Fall gigantisch. Nächstes Mal zeige ich auch mal die Bilder. Das hat heute leider hier nicht geklappt. Aber vielen, vielen Dank, Olli, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Olli, bleibst du noch mal kurz drin im Meeting? Ja. Willst du mit mir noch quatschen? Willst du mir Feedback geben jetzt? Am 1.6. ist der nächste Speaker-Stammtisch. Denn der Link ist immer der gleiche. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, ihr Lieben. Tschüss. Viel Erfolg, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, Ute. Tschüss. Ciao. Ciao. Gabi. Ihr Lieben. Tschüss. Also,